wieder Christine von Stampede Diving aus Norderstedt. Ich möchte euch heute mal eine Idee vorstellen. Und zwar habe ich die gebastelt im Rahmen des Combo Color Block Hops, bei dem ich auch diesmal dabei sein darf oder mitmachen kann. Und zwar geht es da immer darum, dass man verschiedene Farbkombinationen vorgegeben bekommt und ja, mit denen entsprechend was halt sozusagen kreiert. Und bei dem aktuellen Combo Color Block Hop ist es halt so, dass wir die Farben vorbekommen haben. Ich schaue noch mal kurz. Brombeermus, Babyblau und Mangogelb. Und daraus ist diese Idee entstanden. Könnt ihr hier sehen. Zum Einsatz dabei kam das ganz neue Set Kreativität verbindet, was aus dem neuen Katalog ist, der ab Juni sozusagen gilt. Und das war auch ein Set, was ich bei der Onstage bekommen habe. Oder genau, doch bei der Onstage, bei der letzten. Und das ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, Kreativität geht so ein bisschen um. Wir haben hier so Bänder, die ganz cool sind. Hier haben wir Nachfüller, hier so eine Klammer, ein paar Stifte. Und das kann man doch eigentlich relativ vielseitig einsetzen. Und wie gesagt, wollte das gerne halt einfach für diese Idee nutzen. Ich zeige sie euch nochmal. Und was brauchen wir dafür einfach? Das zeige ich euch einfach auch kurz, weil so schwer ist das gar nicht. Highlight hierbei ist auch die Verwendung der Stamping Blends. Nochmal. Also, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich ein bisschen Farbkarton in Brombeermus. Ich lege das mal kurz beiseite. In Brombeermus habe ich schon vorbereitet. In 21 mal 14,5 und wir halbieren das bei 10,5, damit wir eine Klappkarte haben. Das lege ich noch beiseite, das brauchen wir im Moment noch nicht. Dann haben wir etwas Babyblau. Ups. Und zwar ist das Ganze in 9,5 mal 13,5. Das lege ich nochmal beiseite. Dann haben wir den weißen, Flüsterweiß, 9 in 13, den brauchen wir, deswegen lasse ich den kurz hier. Dann haben wir noch einen kleinen, noch mal einen kleinen Streifen im Babyblau in 3,5 mal 8, 3,8 mal 8 cm. Und dann brauchen wir für was ich nachher noch ausstanzen möchte, auch noch ein bisschen weißes Papier. So, das heißt, was machen wir hier? Das heißt, wir, wie gesagt, ich sagte, es geht um die Stamping Blends. Ups, hier habe ich sie. Jeweils in den entsprechenden Farben Brombeermus hell-dunkel und Babyblau hell-dunkel. Und damit wir damit arbeiten können und das ausmalen können und die Seiten nicht so auseinandergehen, also so auseinanderlaufen, nehmen wir einmal Momentum. Das heißt, wir fangen dann einfach an, das etwas zu befüllen. Und dann, ja, könnt ihr sozusagen, so wie ihr möchtet, das Flüsterweiß bestempeln mit der Anzahl, in der Form. Also da seid ihr völlig frei. Einfach so ein bisschen bestempeln. Dann wollte ich natürlich auch noch mal so ein paar Klammern. Und die Knöpfe fand ich auch ganz cool. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Lust und Laune. Dann kommen wir sozusagen zu das erste Mal, dass diese Farben eingesetzt werden. Wir brauchen Momento an dieser Stelle nicht mehr, deswegen packe ich es einmal weg. Und zwar suche ich mir jetzt einfach ein paar Sachen aus, wo ich sozusagen mit den Stamping Blends arbeite. Hell, wie gesagt, einmal dunkel, um das Ganze halt auch so ein bisschen 3D-effektmäßig reinzukriegen. Ich male das Ganze jetzt einmal hier so aus. Könnt ihr das auch so machen, wie ihr wollt, sozusagen, und so häufig und so viel und Form. Erst den hellen genommen und jetzt arbeite ich mit dem dunklen noch ein bisschen, sozusagen so Schattierungen rein, um da einen, wie gesagt, so einen, ja, so einen klassischen Effekt zu schaffen. Dann soll natürlich auch noch eine Klammer ausgemalt werden. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal damit gearbeitet hat. Das sieht vielleicht am Anfang auch ein bisschen kompliziert aus. Ist es aber eigentlich gar nicht. Ihr könnt auch nur mit dem hellen oder nur mit dem dunkeln ausmalen. Ich möchte hier so einen leichten Schatteneffekt. Deswegen arbeite ich jetzt hier mit dem dunklen Babyblau nochmal nach. So wie ich das glaube, am besten aussieht zu wollen.
Man könnte jetzt mit dem Hellen nochmal durch, dann wird der Übergang noch ein bisschen klarer. Oder mit dem Aufheller kann man auch gehen. Aber es reichen eigentlich auch diese beiden Stifte. Wichtig ist, dass wenn ihr damit arbeitet, ich guck mal, welche Farbe ist hell. Wenn ihr damit arbeitet, dann und mit beiden Farben arbeitet, damit dieser Verlauf stattfindet und dieses Verwischen, also durch, das ist ja so eine Alkoholfarbe. Und damit dieser Verlauf halt so entsteht, darf die Farbe halt noch nicht getrocknet sein. Das heißt also wirklich zeitnah, schnell über die helle Farbe. Ich mache jetzt hier nochmal so ein zweites Mal, damit ihr das so ein bisschen seht. Dann ist das sozusagen durch das zweite Mal ist die helle auch ein bisschen dunkler und dann gleicht es sich dem auch an. Also wie gesagt, sehr, sehr schnell hinterher malen. Das heißt, wenn ihr was Großflächigeres habt, dann versucht mal in mehreren Abschnitten zu machen, zu kolorieren sozusagen. Weil ansonsten, wenn wirklich diese Farbe schon getrocknet ist, dann ist halt dann ist halt dieser Wischübergang halt nicht mehr möglich. Und ja, dann sieht man das halt, also dass es zwei verschiedene Farben waren und dann geht das halt nicht mehr so übereinander, wie man das vielleicht gerne haben wollte. Jetzt habe ich mit den beiden Tönen gearbeitet. Ich sagte ja eingangs, es werden drei Farben verwendet, unter anderem auch Mangogelb. Ich habe Mangogelb jetzt gerade nicht als Stamping Blends, deswegen nutze ich hierfür die Marke. Kennt ihr die ja auch? Das sind halt diese Marker. Da habt ihr halt mal die Pinsel und einmal die, ich sage jetzt mal, Schreibspitze. Und ja, hier ist halt, die sind halt super gut, um damit halt auch was auszumalen. Aber das ist halt dann wie ein, ja, wie ein Farbstift. Ich habe sozusagen diese Effekte nicht. Das ist halt eine andere Form, mit der ihr sozusagen kolorieren könnt. Ich möchte hier auch noch mal das ausmalen. Ich finde die Kombi, die sich hier überlegt, wurde echt cool. Glaube ich, wäre gar nicht so in dem Moment darauf gekommen, dass man diese Farben so kombinieren könnte. Aber doch, sie wären eigentlich ganz cool. Und ja, jetzt habe ich hier so ein bisschen was ausgemalt. Wer möchte, kann natürlich noch ein bisschen mehr ausmalen. Aber mir geht es ja auch darum, das einfach euch mal zu zeigen. Von daher haben wir das jetzt. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal, ich habe hier auch nochmal Kreativität verbindet als Spruch. Das heißt, wir schauen nochmal kurz hier in unsere Stempelset. Und dafür habe ich mich auch entschieden für Mangogelb, Mangogold. Und ja, dann kommen jetzt hier überall nochmal so ein bisschen ein paar Sprüche hin. So wie ich das gerade passend finde. Das passt. Reicht mir schon. Erstmal zumachen. Das heißt, wir sind hiermit eigentlich schon fast fertig. Oder hiermit sind wir sogar fertig. Das heißt, wir können das beiseite legen. Dann nehmen wir uns das eine Stanze. Ne, da würde ich sogar erstmal anfangen. Hier habe ich eine Stanze verwendet und hier auch nochmal ein Stempel aus dem Set. Ehrlicherweise musste ich feststellen, dass das so einfach gar nicht so wirklich der Spruch reinpasst, zumindest den ich mir überlegt hatte. Mit dir wird meine Welt farbenfroh. Deswegen nehme ich jetzt in diesem Fall halt nur den Spruch. Also es geht halt auch, wie gesagt, mit dem Banner, aber ja, im Endeffekt, mir hat es nicht ganz so gefallen. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal ohne. Nehme dazu nochmal Sommerbeere. Dann haben wir das da schon. Machen den wieder zu. Dann haben wir hier einmal die Stanze, Etikett. Ich habe den ganzen Namen vergessen. Etikett für. Ich schreibe euch das unten. Ihr könnt das gleich im Video nochmal sehen und dann, wie die genau heißt. Also die stanzen wir jetzt hier einmal aus. Guck mal, jetzt machen wir das so rum.
Ja, okay. Ist gerade ein bisschen anders. Ich habe das vorhin, oder bei dem ersten Niveau, bei dem ersten, das der hier hochkant gestempelt. Jetzt ist es so. Macht aber nichts. Wer möchte, kann hier noch ein bisschen mit den Schwämmchen arbeiten. Dann wird der Rand auch noch mal ein bisschen bunt. So, dann nehmen wir uns unsere dreifach verstellbare Fähnchenstanz. Das Ganze ist, wie gesagt, 3,8 mal 8 cm oder auch 1,5 Inch. Stanzen das nochmal aus. Und dann ist es so, dass das hier rankommt. Ihr seht, dass ich jetzt sozusagen dieses, was ich vorher gestempelt hatte, etwas überdecke. Ich persönlich finde das ganz schön. Man hätte das jetzt auch genau ausmessen können, damit man da nicht raufstempelt, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Nur, also wird halt ein Teil abgedeckt von. So, jetzt nehmen wir uns unseren Flüssigkleber, kleben das Ganze einmal fest. Dahin, wo ihr das hinhaben möchtet. Dann wollte ich hier einen kleinen Absatz haben. Ich möchte das jetzt. Wisst ihr was? Ich mache das doch noch mal andersrum, weil ich finde es hochkant doch besser. Von daher, ja, machen wir das Ganze noch mal. Also ihr könntet es auch quer machen. Ich finde es einfach hochkant noch mal schicker. Deswegen stempel ich das noch mal nach. Es gibt ja immer zwei Seiten und man sieht ja nicht, dass auf der anderen Seite was war. So, das wieder zu. Jetzt haben wir das schon gestempelt. Jetzt brauchen wir einmal unsere Dimensions. Die haben wir hier. Die kommen jetzt hier wieder auf die Rückseite. Ich setze noch einen in die Mitte, weil ich auch noch ein bisschen mit dem Metallic-Garn arbeiten möchte. Ich mache mal ganz gerne so ein bisschen Shishi, aber nicht zu viel. Und ich bin absolut der Fan von diesem Metallic-Garn, weil das einfach noch mal so ein, ja, so ein Hingucker ist. Und deswegen mache ich das noch mal. So, das heißt, ich zwirbel das jetzt hier so ein bisschen rum. Auch da könnt ihr, ich mache das immer so ganz gerne in Form so von Achten sozusagen. Aber ihr könnt es auch in Form einer Kreisform machen und das ist auch so ein bisschen Gefühl, so wie lang. Meistens, manchmal wird es auch zu lang, so wie jetzt. Dann schneide ich einfach ein Stück ab. Aber wie gesagt, es ist immer so ein bisschen Gefühl, wie lang das sein soll. Machen wir hier noch die anderen Seiten ab von den Dimensions und kleben das Ganze einmal rauf. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus, also fast fertig. Dann nehmen wir uns unseren Hintergrund. Dann ist es ja so, dass wir zuerst den Blau Ton rauflegen, also das Babyblau. Das heißt, auch hier mache ich wieder hier Farbe, Klebe drauf. Ein bisschen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Klebt das so auf, dass es das halt auch so ein bisschen schräg ist. Und dann haben wir unser Werk hier, das wir gerade bestempelt und koloriert haben. Auch da kommt die Klebe rauf. Und das mache ich genau andersrum. Und schon ist unsere Karte fertig. So, einmal umknicken, dann einmal das Falzbein verwenden, was ich hier gerade nicht liegen habe. Eine kleine Alternative. Das kann man auch mal mit der Schere machen. Ja, sonst falzt ihr es nachher nochmal nach. Aber so sieht das Ganze aus. Also, sind sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, wenn hier jemand noch was fehlt, kann man hier auch noch mal eine Kleinigkeit, das ein bisschen noch ein bisschen bunter oder noch mal vielleicht ein paar Strasssteine draufsetzen. Ich wollte einfach mal zeigen, was man sozusagen mit dieser Farbkombi machen kann, dass es echt ganz cool wirkt. Diese Kombi Brombeermousse, Babyblau und Mangogelb. Und ja, auch dieses Stempelset Kreativität verbindet. Ja, eigentlich muss es für uns Bastel- und Kreativfans. Von daher, ja, eine kleine Idee, wie ihr sozusagen damit was gestalten könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen
Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.